Ganz herzlich willkommen zur Hessenschau am Donnerstagabend. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Heute geht es bei uns unter anderem um die Todesfalle Ecstasy. Ein Kasseler Arzt warnt vor den Pillen, nachdem dort ein junger Mann gestorben ist. Und Sommerzeit ist Festspielzeit. Auch in Bad Vilbel laufen die Vorstellungen bei den Burgfestspielen. Seit Wochen hat's nicht mehr richtig geregnet. Kein Wunder also, dass alles austrocknet. Nicht nur die Böden, auch die Flüsse und Bäche. Wo vorher ordentlich Wasser geflossen ist, plätschert nur noch ein bisschen was vor sich hin. Und deshalb ist es in einigen Orten mittlerweile verboten, daraus Wasser zu entnehmen. Wer es doch macht, muss Strafe zahlen. Wasser, was für ein wertvolles Gut. Das ist die Lauter im Vogelsberg. Doch der Lauterbacher Strolch hat trockene Füße bekommen. Es regnet zu wenig. Der Fluss ist mancherorts ein Rinnsal. Der Kreis zieht nun die Notbremse. Hier darf nichts mehr abgepumpt werden, sagt der Kreisbeigeordnete. Dabei brauchen viele den Fluss und sein Wasser. Entnommen wird das Wasser zum Beispiel für die Bewässerung, für die Landwirtschaft, für den klassischen Privateigentümer, der einen kleinen Garten hat, aber auch bis zu Sportvereinen, die es für ihre Anlagen benötigen. Und das ist natürlich eine erhebliche Einschränkung auch für diese Einrichtungen. Das würden wir gerne vermeiden, aber mit Rücksicht eben auf die Situation der Pegelstände ist das nicht vertretbar. Auch in Darmstadt riskieren all jene eine Geldstrafe, die Wasser aus den Bächen abpumpen. Angesichts niedriger Flusspegel bleibe Umweltdezernent Kolmer keine andere Wahl, mit kleinen Ausnahmen. Es ist natürlich so, dass zum Beispiel das Tränken von Vieh oder aber auch die Entnahme mit kleineren Schöpfgefäßen, die sind nicht verboten. Es geht insbesondere darum, dass man nicht mit mechanischen, elektrischen Pumpen das Wasser aus den Bächen herausnimmt. Ausgetrocknete Bäche, durstige Wälder. Noch ist es aber keine Dürre, teilt das Umweltministerium mit. Wasser, es sorgt heute im Landtag für Streit. Dort wirbt Ministerin Hinz fürs Sparen. So hilft man den Kommunen mit einer Mustersatzung. Damit können Gemeinden dann die Nutzung von Trinkwasser begrenzen. Weil sie dann Konsequenzen ziehen, dann können sie nämlich verbieten, dass Pools befüllt werden und können darauf sich ausrichten, dass zum Beispiel auch in der Mittagshitze nicht mehr gesprengt und gegossen wird, dass keine Autos gewaschen werden und Ähnliches. Das geht dann rechtssicher. Geht's nach den Linken, soll kein Trinkwasser mehr in der Toilettenspülung landen, sondern Brauchwasser. Hessen, so ihr Vorwurf, setze zu wenig darauf. Dabei ist gerade die Nutzung von Brauchwasser doch ein zentrales Instrument, um unser Grundwasser zu schützen. Aber die Landesregierung hat es nicht mal geschafft, die Brauchwassernutzung in Neubaugebieten verpflichtend zu machen oder für den Bestand ein Förderprogramm aufzulegen. Ein weiterer Vorwurf im Landtag: In Wasserfragen lasse man die Kommunen weitgehend alleine. Entnahmeverbote müssten das letzte Mittel sein. Die Lage ist ernst, stellt das Landesamt für Natur- und Umweltschutz fest. Seit 5 Jahren regne es zu wenig, die Böden sind bis in tiefe Erdschichten zu trocken. Da brauche es in Gewässern jeden Tropfen. Das wird die Lebewesen im Gewässer nachhaltig schädigen, wenn jetzt da unvermittelt viel Wasser entnommen wird. Vor allen Dingen plötzlich, weil die sich nicht darauf einstellen können. Immerhin, Hessen kündigt unterdessen Fördergelder für wassersparende Bewässerung in der Landwirtschaft an. Das helfe dann auch Flüssen, wieder lauter im Vogelsberg. Schon der Anblick dieser Ecstasy-Pille sieht richtig gefährlich aus, mit dem Totenkopf drauf. Und das wahrscheinlich auch zu Recht. Gerade erst am Wochenende ist ein 13-jähriges Mädchen aus Mecklenburg-Vorpommern gestorben, nachdem es diese sogenannte Blue Punisher genommen hat. 2 weitere liegen auf der Intensivstation. Und auch bei uns in Hessen ist ein junger Mann gestorben, nachdem er eine Ecstasy-Pille genommen hat. Blue Punisher, die derzeit wohl gefährlichste Ecstasy-Variante. Nur eine halbe Pille kann schon lebensbedrohlich sein. Sie und viele andere Sorten werden über Social-Media-Plattformen und Messenger-Dienste massenhaft angeboten. Klein, bunt, unscheinbar. Aus was genau sie eigentlich bestehen? Unklar. Das Problem ist, es gibt kein sogenanntes Kochrezept. Das heißt, es gibt keine festen Bestandteile einer bestimmten Menge, die in diesen Stoff kommen. Es ist ja kein Medikament, das ist nicht festgelegt. Jeder kann irgendwas zusammenpanschen. Der Kasseler Allgemeinmediziner Jean-Pierre Schmidt warnt bereits seit Monaten vor dem Konsum von Ecstasy. Im April verstirbt einer seiner Patienten, ein 20-jähriger kerngesunder Mann, an einer einzigen Pille. Der Hauptwirkstoff von Ecstasy ist MDMA. Es sorgt für eine vermehrte Ausschüttung des Glückshormons Serotonin. Ist die Dosis zu hoch, kollabiert der Körper meist innerhalb kürzester Zeit.
Dieses Serotoninsyndrom äußert sich in akuten Muskelkrämpfen, in Fieber, in Schwitzen, in Zittern, Blutdruckabfall und schnellen Puls. Das geht hin bis zur Bewusstlosigkeit, wir sagen ja auch Koma, und bis hin zum Tod. Das heißt, in solchen Fällen muss man sofort den Notruf wählen, 112, den Notarzt, und nicht lange warten. Es wird nicht besser, wenn das anfängt, sofort rufen. Es ist auch keine Scham, wenn man Drogen genommen hat. Es wird jedem geholfen, es gibt auch keine Konsequenzen. Es geht darum, dass keiner mehr verstirbt an diesem vergifteten Ecstasy. Für eine 13-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern kam vergangenes Wochenende jede Hilfe zu spät. Sie starb nach der Einnahme der extrem hochdosierten Sorte Blue Punisher. Zwei weitere Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren werden derzeit mit Vergiftungserscheinungen in dieser Klinik behandelt. Wir müssen davon ausgehen, dass es im Großraum Nordbrandenburg gerade in ist, diese blaue Ecstasy-Pille auch zu konsumieren, dass die eben gerade auch im Umkreis von sehr jungen Kindern und auch Jugendlichen gerade vertrieben wird, teilweise vielleicht sogar verschenkt wird oder eben für nur ein paar Euro verkauft wird. Aber auch in Hessen ist Blue Punisher längst im Umlauf, wie jetzt das Landeskriminalamt bestätigte. Bereits vergangenes Jahr wurde es mehrfach nachgewiesen. Ob auch Jean-Pierre Schmidts Patient an dieser Variante verstarb, ist nicht bekannt. Dennoch rät der Mediziner: Finger weg vom Ecstasy, die ganzen nächsten Jahre, die Tabletten werden überall noch rumliegen. Die werden ja nicht irgendwie eingesammelt, da gibt es keine Aktion zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Dealern und Herstellern. Das heißt, die Tabletten sind im Umlauf die ganzen nächsten Jahre. Sie sind klein, bunt und im schlimmsten Fall tödlich. Die möglichen Streiks bei der Bahn sind erst einmal abgewendet. Die Nachrichten mit Martin. Ja, der Bundesvorstand der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft IVG hat dem Vorschlag des Konzerns, eine Schlichtung aufzunehmen, zugestimmt. Gleichzeitig hält die EVG aber an der Urabstimmung fest. Dort sollen dann die Gewerkschaftsmitglieder über das Ergebnis der Schlichtung abstimmen können. Der BUND Hessen fordert, dass die Kommunen in Südhessen ihre Trinkwasserleitungen sanieren. Grund ist, dass jedes Jahr tausende Liter Wasser versickern. Allein in Frankfurt sind das 3,3 Millionen Kubikmeter im Jahr. Damit könnte man 1600 Schwimmbäder füllen. Schuld sind laut BUND Lecks in Trinkwasserleitungen. Nachdem bekannt wurde, dass Binding der neue Bierpartner von Eintracht Frankfurt wird, ist nun auch klar, wo das Bier herkommen wird. Heute gab der Mutterkonzern Radeberger bekannt, dass es zukünftig bei Tucher in Nürnberg gebraut wird. Die traditionsreiche Braustätte am Sachsenhäuser Berg in Frankfurt wird geschlossen. Rund 150 Mitarbeiter müssen trotz starken Widerstands gehen oder neue Jobs an anderen Standorten des zur Oetker-Gruppe gehörenden Konzerns antreten. In Maintal ist eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete eröffnet worden. Betreiber sind der Kreis Main-Kinzig und das Deutsche Rote Kreuz. In den 28 Wohnkabinen können bis zu 80 Menschen Unterkunft finden. Sanitäre Anlagen und Waschmaschinen sind in Containermodulen untergebracht. Zudem gibt es extra Büroflächen für die Leitung vor Ort. Das DRK wird zusätzlich an 5 Tagen die Alltagsbetreuung und medizinische Beratung wahrnehmen. Rund 600.000 Euro hat der Main-Kinzig-Kreis in die Unterkunft investiert. Ja, riesige Hagelkörner, Starkregen und Sturm. Genau eine Woche ist es her, dass Nordhessen vom wohl stärksten Unwetter seit Jahrzehnten getroffen wurde. Und das hat ziemlich viel Schaden angerichtet. Unter anderem wurden Straßen überflutet, Bäume entwurzelt und Dächer zerstört. Auch eine Woche später noch laufen die Aufräumarbeiten und auch die Schäden, die werden begutachtet. Zerdellte Autos sind in Kassel seit einer Woche was ganz Normales. Nun schlägt die große Stunde der Versicherungsgutachter. Schon einen Tag nach dem Unwetter hat eine Spezialfirma aus Schwaben diese Halle angemietet. Eine riesige Autostation für Hagelschäden im Auftrag von 8 Versicherungen. Die Kunden kommen im Minutentakt. Ich bin auch einer der Betroffenen mit 3 PKWs und mit meinem Wohngebäude. Und ich habe auch ein paar Hagelschäden abbekommen. Am Körper, dass es ersichtlich sehr wehgetan hat, am Hinterkopf und am Rücken. Und habe mich dann so weit in mein Gartenhaus reingeschmissen als Schutz, ne, dass ich meinen Schutz bewahren konnte. Dank modernster Autoscanner entgeht den Profis nicht einmal die kleinste Delle. Die grünen sind 10er Dellen, die roten, die gehen schon so in Richtung 50, 60 Millimeter. Und alles in allem hat ihr Fahrzeug so um die
800 Dellen, die das Gerät gezählt hatte. Es hat mich sehr überrascht, dass es wirklich fast einmal über die gesamte Stadt gezogen ist. Gewöhnlich trifft es irgendwelche Randbereiche oder einen Teil der Stadt. Nach Angaben des Versicherers R&V betrifft jeder zweite gemeldete Sturmschaden ein Kfz. Schätzungen gehen von 60.000 bis 80.000 beschädigten Autos allein im Kasseler Raum aus. Es ist ein spezielles Handwerk, es beherrscht nicht jeder. Das kann man nicht irgendwie als Mechaniker oder Karosseriebauer, sondern es ist wirklich eine Nische. Und dann gibt es auch die Leute, die sich spezialisiert haben auf das Instandsetzen von Hagelschäden, die teilweise sogar weltweit reisen, um nur Hagelschäden zu reparieren. Die Reparaturkosten werden in der Regel von der Teilkasko übernommen. Mit Hochdruck arbeitet auch die Stadt Kassel an der Beseitigung der Schäden. Allein die Reinigung der rund 23.000 Straßenabläufe wird wohl mehrere Monate dauern. Du hast ja nicht nur den Regen, sondern du hast auch Feststoffe, im Prinzip sowas wie Blätter, Gras oder Steine oder Kies, sonstiges. Und in den Straßenabläufen sind ja solche Eimer drin und wenn die voll sind, dann müssen sie halt leer gemacht werden, weil es läuft dann irgendwann nicht mehr ab. Dann herrscht sozusagen Aquaplaning. Wie hier in vielen Straßen von Kassel vor einer Woche. Die Abläufe konnten die Wassermassen nicht mehr aufnehmen. Zusammen mit den teilweise tennisballgroßen Hagelkörnern hinterließ das Unwetter überall Verwüstung, auch auf den Hausdächern. Hier in Waldeck-Frankenberg arbeiten die Dachdecker auf Hochtouren. Allein diese Firma kümmert sich derzeit um 130 Schäden. Mein Vater und ich haben am Freitagmorgen oder am Donnerstagabend fing das ja schon an oder haben am Freitagmorgen mit zwei Mann 4 Stunden andauernd am Telefon gesessen. Bei normalen Sturmschäden, da ist vielleicht mal 1 Quadratmeter Ziegel weg, natürlich auch manchmal eine größere Fläche, aber hier war wirklich im ganzen Edertal ganze Dachflächen kaputt. Schäden, die sich nicht mehr reparieren lassen, findet man auf den Feldern. In ganz Hessen melden Landwirte tote Pflanzen auf insgesamt 15.000 Hektar. Wie man an den Pflanzen sehen kann, sind die ganzen Blätter zerborsten, durchlöchert. Der Haupttrieb ist stark geschädigt bzw. ganz ab. Und damit ist das Wachstum beim Mais vorbei und wir können die Kultur hier abschreiben. Das gibt keine Ernte hier. Der Schaden, ca. 40.000 Euro. Noch ist unklar, wie viel davon die Versicherung übernimmt. Was da genau vor einer Woche passiert ist, können viele immer noch nicht ganz glauben. Der Tornado-Verdacht hat sich laut Deutschem Wetterdienst nicht bestätigt. Dennoch spricht die Stadt Kassel von einem Jahrhundertunwetter, das Nordhessen vor einer Woche heimgesucht hat. Das Heinerfest in Darmstadt ist das größte Volksfest Deutschlands, das mitten in der Innenstadt gefeiert wird. Heute wurde es eröffnet und 5 Tage lang werden hier wohl hunderttausende Menschen mitfeiern, Riesenrad fahren, essen und trinken. Hört sich alles toll an, aber für viele Aussteller ist dieses Jahr einiges anders. Die haben es nicht so leicht wie noch vor ein paar Jahren. Die letzten Vorbereitungen sind in vollem Gange. Denn eines der größten Innenstadtvolksfeste Deutschlands öffnet heute seine Türen. Das Heinerfest. 5 Tage lang kann in Darmstadt bis spät in die Nacht auf der Straße gefeiert werden. Michael Hausmann ist mittlerweile das 30. Mal mit dabei. Die Stimmung bei den Kollegen ist sehr gut. Das Wetter hervorragend werden soll. 23 Grad, ein bisschen Sonne, kein Regen, nicht zu heiß. Also wir sind fertig und bereit fürs Heinerfest und hoffen jetzt, dass ganz viele Besucher die nächsten 5 Tage kommen. Doch die Schausteller stehen in diesem Jahr vor einer besonderen Herausforderung. Personalmangel. Noch immer die Nachwehen von Corona und dem damaligen quasi Berufsverbot. Dadurch mussten sich eben die Leute anderweitig umschauen, dass sie eben was zu essen haben. Ganz einfache Sachlage. Und der Weg zurück ist halt dann den manchen zu weit oder zu unbequem oder einfach schwierig. Das ist eine der Hauptprobleme, die wir gerade haben. Die Stadt sperrt fürs Feiern und Flanieren wieder ihre Hauptverkehrsader, den Cityring. Die Straßenbahn fährt allerdings weiter und zwar sogar mitten durch das Festgelände. Die größte Herausforderung beim Heinerfest ist eigentlich immer, dass es ein Fest mitten in der Stadt ist, dass man sich immer mit den örtlichen Gegebenheiten, Baustellen und all diesen Dingen arrangieren muss. Aber da haben wir ein gutes Team, das das jedes Jahr wieder hervorragend hinkriegt, auch wenn man ein bisschen rutschen und rütteln muss. Rütteln mussten die Aussteller auch, und zwar an ihren Verkaufspreisen. Denn durch die allgemein angestiegenen Kosten müssen auch die Budenbesitzer und Fahrgeschäftbetreiber ihre Preise anpassen. Alles in allem können wir sagen, dass wir die Preise so etwa um 5% erhöht haben
im Schnitt, manche um 10, manche noch gar nicht. Das liegt daran, jeder, der Fleisch und Wurst verkauft, musste leider die Preise erhöhen, weil da die Einkaufspreise sehr hoch sind. Und alles andere versuchen wir durch hohes Besucheraufkommen zu kompensieren. Bis zu 600.000 Besucher werden in den 5 Tagen auf dem Hainerfest erwartet. Die gestiegenen Preise schrecken offenbar nicht ab. Wir gehen trotzdem hin. Es kommt nicht aufs Essen, Trinken an, es kommt auf Zusammensein halt an. Ich freue mich sehr. Ich habe endlich darauf gewartet, bis es wieder kommt. Das ist dann auch so was Besonderes, wo man dann extra vielleicht noch mal ein bisschen mehr Geld ausgibt, so wie Weihnachtsmarkt. Heute geht das Hainerfest in seine 73. Runde. Auch in diesem Jahr wieder heißt das Motto kurz und knapp: Kommt alle. Die Inflation in Hessen ist hartnäckig und ist im Juni sogar wieder gestiegen. Nochmal die Nachrichten mit Martin. Das Statistische Landesamt meldet einen Anstieg der Verbraucherpreise von mehr als 6%. Stärkste Preistreiber waren Lebensmittel. Trotz zuletzt leichter Entspannung war unter anderem Gemüse gut 20% teurer als vor einem Jahr. Aber Butter dagegen wurde um mehr als 20% billiger. Was lange währt, wird endlich gut. Der Eröffnungstermin des 664 Meter langen Skywalks in Willingen steht nun fest. Nach insgesamt 5 Jahren Planung und Bauzeit können Interessierte ab Samstag erstmals Deutschlands längste Fußgängerhängebrücke an der Mühlenkopfschanze im Sauerland überqueren. Bis zu 750 schwindelfreie Besucher und Besucherinnen können dann gleichzeitig in 100 Meter Höhe über das Stryktal blicken. Hessens Weine sind ja weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Und so verwundert es nicht, dass sich ab heute Weinexperten aus aller Welt zum internationalen Weinsymposium in Wiesbaden treffen. Das Symposium des Institute of Masters of Wine gastiert zum ersten Mal in Deutschland. Rund 500 Weinexperten und Expertinnen tauschen sich über aktuelle Weintrends, aber auch über Themen wie die Auswirkungen des Klimawandels aus. Gastgeber sind bis Sonntag das Deutsche Weininstitut gemeinsam mit der Stadt Wiesbaden und dem Land Hessen. Das Symposium gastiert alle 4 Jahre in einem anderen Land, zuletzt in Spanien. Und soweit die Nachrichten. Weiter mit dir, Julia. Dankeschön, Martin. Ja, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und am Ende noch ein Marathon. Ja, wer das schafft, darf sich dann Ironman nennen. Am Sonntag ist es wieder soweit, dann steht das Rennen in Frankfurt an. Und jeder, der da mitmacht, ist für mich schon ein Held, bevor es überhaupt losgeht. Immerhin muss man sich monatelang darauf vorbereiten. Aber jetzt mal ehrlich, nicht jedem, der an einem vorbeiläuft, sieht man sofort an, dass er einer dieser Superhelden ist. Er ist ein ganz normaler Typ. Naja, vielleicht doch nicht ganz so normal. Thomas Möller hat Superkräfte, er leitet eine Berufsschule. Hallo, guten Morgen. Sicher auch anstrengend, aber nein, das ist mit Superkräften nicht gemeint. Thomas Möller ist Iron Man. Seine härteste Herausforderung ist das Schwimmen. Kraul mit dem richtigen Einsatz der Beine nicht so leicht. Gut, ich habe auch erst Schwimmen mit, so richtig Schwimmen mit 16, 17 gelernt. Und ja, dann ist das mit dem Beineschwimmen ganz schwierig. Am Sonntag sind 3,8 Kilometer durch den Langener Waldsee im Pflichtprogramm. Gut, dass sein Sohn Samuel Vereinsschwimmer ist und ihm wertvolle Tipps geben kann. Davor. Er sagt immer, meine Wasserlage, die wäre extrem schlecht, ich würde viel zu viel durchhängen und das deswegen auch so langsam sein. Trainieren für den Ironman, ob Schwimmen, Radfahren, Laufen. Der 17-jährige Samuel ist als Trainingspartner immer dabei. Das schweißt zusammen. Ich verbringe schon, denke ich, mehr Zeit als viele Väter und Söhne. Beim Radfahren bestimmt auch mal 10 Stunden die Woche. Gibt's immer viele Gesprächsthemen. Wenn Thomas seine Superkräfte-Outfits im Schrank lässt, ist er Schulleiter an der Franz-Böhm-Schule in Frankfurt. Im Büro steht, na klar, ein Rad, beziehungsweise ein Rollentrainer für die Freistunden. Ich habe hier mein Telefon umgeleitet auf mein Handy. Und das Handy liegt hier. Und dann höre ich natürlich kurz aufzutreten und gehe kurz dran und
versuche, meine Atmung in den Griff zu bekommen, dass der andere auch nicht merkt, dass ich hier vielleicht gerade im Intervall war. Und dann funktioniert das schon. Neben den Schulleiteraufgaben unterrichtet er auch noch Rechnungswesen. Den Schülern gefällt das Hobby ihres Lehrers. Es ist schon ganz cool, so einen Lehrer zu haben, der auch im Privaten sehr viel Sport macht. Natürlich in dieser extremen Weise, das schafft nicht jeder. Deswegen ja, da auch nochmal meinen größten Respekt. Ja. Es ist bereits Ironman Nummer 6, allerdings liegt der letzte schon 5 Jahre zurück. Die Erinnerungen an den Zieleinlauf sind aber noch frisch. In dem Moment war es bei mir immer so, das mache ich nicht mehr. Also zumindest kurz danach. Aber eine Stunde danach, wenn man sich schon wieder so ein bisschen mehr erholt hat, dann ist es eh so, dann sagt man nächstes Jahr, wo melden wir uns nächstes Jahr an. Und mit seinen Superkräften sollte Ironman Thomas Möller das mit dem Zieleinlauf auch in diesem Jahr wieder prima hinbekommen. Ja, Wahnsinn. Und unser Dollesdorf ist auch irgendwie eine besondere Form des Triathlon. 3 Disziplinen. Donnerstag ziehen, das macht heute Nora Enz. Freitag drehen und am Samstag dann alles in einem Beitrag zusammenfassen. Da würdest du mir doch zustimmen, Nora, oder? Auf jeden Fall. Wir tauchen heute ganz tief ein in die Geschichten von irgendeinem Dorf unter 2000 Einwohnern in Hessen. Morgen düsen wir dann natürlich von Drehort zu Drehort. Und am Samstag schneiden wir das Ganze auf 5 Minuten zusammen. Das tut immer ein bisschen weh, weil es einfach so viel dann wieder weggelassen werden muss. Und jetzt schauen wir mal, wo unsere Reise heute startet. Wo wir eintauchen und wir kommen nach Balkhausen. Das gehört zu Seeheim-Jugendheim, hat 700 Einwohner und liegt im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Liebe Balkhausener, rufen Sie uns doch bitte an unter 069 155 2490. Dann tauchen wir bei Ihnen heute ab ins Dorfgeschehen und in Ihre Geschichten. Dankeschön, Nora. Ja, wir sind gespannt. Sommerzeit heißt bei uns in Hessen auch Festspielzeit. In Hanau zum Beispiel gibt es die Brüder-Grimm-Festspiele, ab morgen die Bad Hersfelder-Festspiele und in Bad Vilbel, da laufen schon seit einiger Zeit die Burgfestspiele. Die haben übrigens die meisten Zuschauer. Und das Highlight heute Abend ist die Generalprobe mit Publikum vom Musical My Fair Lady. In der besonderen Kulisse rund um die Wasserburg in Bad Vilbel. Und genau da ist mein Kollege Andreas Hieke. Ja, wir sehen den Burgturm, sozusagen das Wahrzeichen der Burgfestspiele, der Burghof, die besondere Atmosphäre. Und das hier ist die Rückseite der großen Tribüne. 700 Leute haben darauf Platz. Und wir sehen, trotz Freilichtspektakel ist man da vor Wind und Wetter gut geschützt. Und auch die Darsteller und Musiker hier auf der Bühne haben ein neues Dach bekommen, Lärmschutz gedämmt, falls es dann doch mal regnet. Und die Burgfestspiele laufen ja bis zum 10. September. Es gibt eine ganze Menge Stücke. Ich nenne mal ein paar. Monsieur Claude und seine Töchter, die beliebte Komödie, eine Filmadaption, genauso der Club der Toten Dichter. Es gibt Theater für Kinder, die hier klassenweise herkommen. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Oder Pünktchen und Anton als Musical. Und als Musical auch heute Abend hier auf der Bühne My Fair Lady. Wir waren gestern schon mal bei der Hauptprobe und gucken mal rein. Hey, heute Morgen machen Es gibt schöne Choreografien, historische Kostüme und bekannte eingängige Melodien. Und trotz Probe hat das gestern schon alles ziemlich perfekt gewirkt. Hören Sie, wie das Kauderwelsch Syntax Satz für Satz verfälscht. Phonetikprofessor Higgins wettet mit einem Kollegen, dass er aus dem einfachen Blumenmädchen Eliza in wenigen Wochen eine feine Dame machen kann. Die Sprache macht den Menschen, die Herkunft macht es nicht. Sprachvermögen entscheidet darüber, ob sozialer Aufstieg gelingt. Das ist ja immer noch aktuell. Eliza entpuppt sich als talentiert, aber widerspenstiger und selbstbewusster, als es dem Professor lieb ist. Als Bernard Shaw Anfang des 20. Jahrhunderts die Bühnenvorlage des Musicals schrieb, war das ganz schön fortschrittlich. Das war was ganz Außerordentliches, Besonderes, ein Stück zu schreiben, wo es so um die Emanzipation einer Frau geht. Wir haben sehr viele Gespräche geführt und haben eben unser eigenes Ende gefunden, was eben auch meiner Meinung nach sehr emanzipiert ist. Es grünt, so grün, Mensch, Spanien, Blüten, Blüten.
Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Das hat man schon mal gehört. Da möchte man am liebsten mitträllern. Das Besondere bei den Burgfestspielen ist, dass es hier nicht nur die übliche Brezel, einen Wein und ein Bier gibt, sondern dass man hier richtig schön essen kann. Es gibt leckere Bistroküche. Man kann vielleicht auch einen Tisch reservieren. So wie hier der Nicolas Bogun und die Emilia Ortei. Die haben hier das beste Plätzchen in der Nische. So richtig war es für einen Abend zu zweit oder wenn man vielleicht mal die Mutter oder den Vater ausführen will. Nicolas, wie gefällt dir das Essen hier? Ich finde das Essen hier absolut super. Also ich war jetzt schon häufiger hier in der Burg und gerade auch jetzt in den neueren Zeiten hat man sich super angepasst, was so auch vegetarische und vegane Gerichte angeht. Die Getränke, es gibt eigentlich immer eine super große Auswahl und ich sag mal, hier wird jeder glücklich. Dann lasst es euch weiter schmecken. Emilia, wie ist es denn mit den Inszenierungen? Es ist wunderschön. Also man kann das gar nicht vergleichen hier in der Burg. Die Lichter, die Akustik und alle Stücke, die ich bisher besucht habe. Club der Toten Dichter oder Sister Act und auch heute My Fair Lady. Es ist immer wunderschön. Dann wünsche ich euch auch heute Abend viel Spaß. Macht's gut. Danke euch. Ja, das Besondere dieser Atmosphäre der Burgfestspiele hat aber für alle Mitwirkenden auch kleine Nachteile. Wir schauen mal in die Maske rein. Da sieht man zum Beispiel, wie eng das da zugeht. Ja, also da ist ganz schnell die Luft knapp. Da müssen alle eng zusammenrücken. Und auch für die Musiker gilt das. Die Musiker sitzen bei diesem Stück hier mit 10 Leuten. Jeden Abend spielen die live tatsächlich. Die sitzen hier sozusagen auf der Burgmauer in einem ganz kleinen Räumchen. Aber es macht trotzdem allen Beteiligten, habe ich mir sagen lassen, ganz viel Spaß. Und bei uns ist Christian Voss. Er ist schon seit zwölf Jahren ist er Regisseur hier, hat verschiedene Stücke inszeniert. Christian, es macht immer wieder besondere Freude, glaube ich, hier, oder? So ist es. Es ist eine besondere Atmosphäre drumherum und natürlich auch auf der Bühne. Dafür bin ja jetzt eher ich verantwortlich als für das Ambiente. Und es ist besonders, hier zusammenzukommen. Wir kommen ja alle nicht aus Bad Vilbel. Wir sind alle eben aus unterschiedlichsten Regionen zusammen und werden hier zusammengeworfen für den Sommer und verbringen einen schönen Sommer meistens zusammen. Ist das ein bisschen Klassenfahrt-Atmosphäre? Das ist durchaus dabei, mit ein bisschen mehr Arbeit als auf einer Klassenfahrt, aber das schon. Es ist viel Arbeit. Die Probenzeiten sind eng. Alle Schauspieler sind in 2 Stücken engagiert, um die Kosten hier auch im Rahmen zu halten. Aber die Spielfreude des Ensembles, die merkt man wirklich allen an. Also bis zum 10. September hier die Burgfestspiele in Bad Vilbel. Heute Abend My Fair Lady. Wir freuen uns drauf. Dankeschön, Andreas. Ja, und das war's auch von uns. Die wunderbare Karin Schmidt, die hat gleich noch das Wetter und Nachrichten haben wir noch mal. Genau, um 9:15 Uhr. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.